Freunde der Werkstätten. Also, ich möchte euch heute mal einen kurzen Überblick nochmal. Ich möchte euch nochmal meine kleine Werkstatt zeigen. Ich habe ja inzwischen einige Änderungen vorgenommen, damit ich besser basteln kann, viel mehr besser meine Schiffe bauen kann. Und demzufolge zeige ich euch jetzt mal, was da so gelaufen ist. Als erstes habe ich mir ein Regal angeschafft. Ist natürlich schöner für die Ablage meiner kleinen Gegenstände wie Kleber und Hobel etc. Dann habe ich mir einen Schwingschleifer gekauft. Hier. Schwingschleifer, wo ist er? Da ist er. Ja. Ein Schwingschleifer. Ist ein schönes Gerät, da habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Vorfilm braucht sowas ja nicht, weil jeder kennt ja Schwingschleifer. Nehme ich mal an. So, dann meine Standbohrmaschine von Parkside, die kennt ihr ja. Die habe ich ja auch schon vorgeführt. Und dann habe ich mir diesen, auch von Parkside, diesen Tellerschleifer zugelegt. Tellerschleifer mit 6 Geschwindigkeiten. So, da kann man das einstellen. 6 Geschwindigkeiten, 125er Scheiben und muss sagen, funktioniert einwandfrei. Außerdem hat er hier Absaugstutzen für die Absauganlage. So, zu meiner Absauganlage möchte ich mal Folgendes sagen. Da ist die neue Absauganlage. Und zwar kennt ihr ja aus meinen anderen Videos die selbstgebaute Absauganlage, aber da muss ich sagen, da war die Filterung nicht so prickelnd. Und da habe ich das Ding wieder auseinandergenommen, weggeschmissen und habe mir die gekauft. Und zwar sieht hier, warte mal, ich habe jetzt hier einen kurzen Schlauch dran, also einen kleinen Schlauch hier, 14er Schlauch. Hier im Bauhaus so ein Zwischending gekauft. Das ist das Original. Was hier rauf kommt, ich habe das hier zugemacht, damit es praktisch luftdicht ist. Dazu gibt es so einen 100er Schlauch, einen 100er, so einen durchsichtigen Schlauch. Aber ich will euch mal die Filteranlage zeigen. So, ganz einfach. Warte mal, ich muss das mal hier wechseln. So sieht das aus. Ein riesiger Filter drauf. So sieht der Inhalt aus da innen drin. Ist schon was drin. Ja, ich habe schon ein bisschen. So, das ist die Filteranlage. Wird hier mit Kabelbinder festgemacht und fertig. So. Klipse, zack. So, das war's. Leute, und funktioniert einwandfrei. Ich kann euch ja mal den Geräuschpegel vorführen, kurz. So, ist natürlich was für Gehörlose. Muss man sich, wie er auch hier drauf steht, Gehörschutz aufsetzen. Naja, Maske ist natürlich bei Feinstaub selbstverständlich. So, dann kann ich auch mal kurz den hier anmachen. Der Gegensatz. Und das ist jetzt hier Stufe 4, Stufe 6. Elektronische Regel, wunderbar. Teil. Hat mir bisher sehr gute Dienste geleistet. So, meine Bohrmaschine kennt ihr ja. Und dann werde ich euch mal kurz zeigen. Habe ich auch nicht vorgeführt. Ich gehe mal in den anderen Keller, da wo meine Maschinen stehen. Da habe ich mir doch jetzt hier für die Tischkreissäge. Machen wir mal ab. Ziehen wir mal raus. Oh, raus. Das ziehen wir alles raus. Den machen wir mal ab hier, den Schutz. Warum geht der nicht runter jetzt hier? Moment. So, weiter geht's. Also, der Schutz ist ab. Das Sägeblatt ist eingefahren. Und, oh graus, da habe ich mir doch glatt einen Schiebeschlitten gebaut. Einen Schiebeschlitten aus Holz. Ist nichts weiter dran.
da sind die Laufstäbe oder ja, wie man das nennt, weiß ich jetzt nicht. Also zumindest die Führung, sagen wir mal so, die Holzführung, für damit das Ding auch parallel läuft, ausgerichtet ist. Und dann kommt er hier rauf. So sieht das von Weitem aus. Habe ich hier zwei Bretter zusammengeleimt, dann hier mit Winkel befestigt. Dann hier auch, hier den, da ist er, den Keil halt dran lassen. So, und so sieht es aus jetzt hier. Hier in der Nut läuft dieser halt. Und an der Außenkante läuft dieses Ding. Jetzt könnte man ja mal kurz das Sägeblatt rausholen. Warte mal. Das war natürlich die falsche Richtung. Mein Gott. Mein Gott, Winfrey. So, Sägeblatt ist draußen. Hier ist meine 90. Ein bisschen weiter vorschieben. So, hier ist meine 90 Grad Anlage, damit man auch sieht. Da siehst du. So rum. Und so rum. Naja, sieht man jetzt nicht so prickelnd, kann man das sehen? Nee, kann man leider nicht so doll sehen. 90 Grad, hier der Winkel. Wo steht er? Da. Sind auch 90 Grad. Hier hinten ist es nicht so interessant an der Rückseite. So, wie so ein Schiebeschlitten gebaut wird, muss ich euch ja nicht erzählen. Da nehmt ihr je nach Breite oder was ihr zur Verfügung habt, erstmal ein schönes Grundbrett. Hier nicht zu hoch, damit euch nicht zu viel von der Säge weggeht, also von der Höhe. Und dann, wie gesagt, hier zwei so eine Dinge, oder wenn ihr einen breiteren habt, ich hatte leider keinen breiteren Seitenanschlag, dann macht ihr das zusammen. Das muss ich hier noch ein bisschen schleifen. Schleife ich noch mit meinem neu gekauften Schwingschleifer. Ja, das wird ja geschraubt. Natürlich versenkt ihr Schraub, damit das, was ihr zu sägen habt, nicht hängen bleibt. So, und dann habe ich mir überlegt, ich werde vermutlich, ich möchte nämlich den Spaltkeil dran lassen hier. Und dazu ist das Rückblatt hier zu schmal. Ich werde mir dann noch hier so ein höheres nehmen, so ins hier. Dann kann man nämlich mit Spaltkeil sägen. Dann werde ich das austauschen. Das ist ja auch geschraubt. Man sieht das ja von unten da. Ja. Ist geschraubt. Dann werde ich das wieder entschrauben sozusagen. Und höher kann ich nämlich auch mit Spaltkeil, sonst muss ich den immer abschrauben. Ich will den eigentlich nicht abschrauben, weil das ist mir alle zu unsicher, ohne Spaltkeil zu sägen. Gut, ja, wie gesagt, wie man so ein Ding baut, muss ich euch ja nicht erzählen. Da gibt es ja Videos ohne Ende von. Sollte nur, wie gesagt, der Winkel sollte hier stimmen, 90 Grad sollten hier sein. Der Anschlag hier vorne, wo ist es da? Das sollten auch 90 Grad sein, auf jeden Fall. Wäre schon sinnvoll, weil sonst habt ihr ständig schräge Schnitte. Ja. Das ist erstmal zu meinem neuen Equipment, sage ich jetzt mal, in meiner kleinen Werkstatt. So, und dann führe ich euch noch nach oben in mein Bastelraum. Da habe ich auch noch was. Ja, und immer dran denken. Wichtig ist Gehörschutz und wichtig ist auch bei Feinstaub immer eine Maske zu tragen. So, wir gehen nach oben. So, wir sind jetzt bei meinem Schiffsmodellbau angelangt. Und zwar habe ich mir auch hier dieses Hängeregal angeschaut. Hängeregal oder ja, auf jeden Fall Stellablage angeschafft. Hier habe ich geschenkt bekommen so ein
sind diese Leisten. Die haben hier unten so kleine Saugnäpfe. So. Dann kannst du hier immer abschneiden. So, dazu. Und mein Favorite. Hier bei IKEA gibt es dann so eine Dinger, damit nicht immer alles rumliegt. Halt mal gleich so ein 6er-Set gekauft. Und das Schönste ist natürlich meine Kreissäge. Hier. Wunderbar. Proxon Kreissäge. So, ist angeschlossen. So. So, Leute, das war es erstmal aus meiner Werkstatt mit meinen kleinen Neuerungen und meinen kleinen Spielereien. Und ich hoffe, wir können demnächst mal wieder ein Modell veröffentlichen, was ich gerade in Arbeit habe. Ich kann euch ja mal ein Bild zeigen von diesem Wahnsinnsteil. Moment. Da. So sieht es aus. So soll es werden. Und dabei bin ich jetzt beim Beplanken. Mit der anderen Seite noch beplanken und dann stelle ich es ein. So, das war der kurze Bericht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.